Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal C-Pad. Zur täglichen Ladung Roblox mit dem Thomas, der auf dem Dach kriecht. Hallo, auf Thomas. Auf welchem Dach? Hallo, ja. Da bin ich doch. Hallöchen, Thomas. Okay, Leute, wir werden heute mal wieder was Cooles machen. Und zwar zocken wir heute ganz normal eine Runde Roblox. Hey, das kenne ich doch irgendwo, das Spielchen. Eine Runde ganz normal Roblox spielen. Ja, da haben wir den Thomas auf jeden Fall gestern übers Ohr gehauen. Und ihr merkt schon, dieses Mikrofon verschiebt sich hier die ganze Zeit. Ey, es ist so nervig, ne? Wirklich. Guck mal, ich mache nichts. Es verschiebt sich immer. Sieht Hashtag das, Leute? Eine Runde Mitleid. Mann, ey, so nervig. So. Wir wollen aber heute nicht rummeckern, sondern wir wollen heute einfach mal alle Codes bzw. Commands testen, die wir jetzt auf dem VIP-Server machen können. Denn hier auf diesem VIP-Server kann man ja jetzt auch, ich sag mal, cheaten. Cheaten ist quasi jetzt erlaubt auf dem VIP-Server und die wollten wir uns anschauen, ne? Aber Leute, bevor es losgeht, gerne mal ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und schaut auf cpad-shop.de vorbei. Zu jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. Unterschrieben von Thomas und von mir. Und ja, Thomas, ganz kurze Antwort auch noch auf eine Frage. Einige Leute haben gefragt, ist der VIP-Server für immer? Da kann man nur sagen, nein, der ist nicht für immer. Ihr habt einen VIP-Server für einen Monat. Der kostet 500 Robux. Und ja, den haben wir uns heute wieder gegönnt. Ich habe den nämlich jetzt verlängert. Ja, genau. Du hast mir das nämlich gerade noch erzählt. Da meinte ich so, ist ja schon wieder ein Monat her, ne? Ja, das ist, wie die Zeit vergeht heute mal, ne? Unglaublich. So, Livestreams werden auch wieder kommen, Leute. Aber wir wissen nicht wann, einfach eher spontan. Und ja, ansonsten die Facecams heute oben rechts. Weil wegen meinen dicken Kopf. Wegen Thomas Dick... Big Head, nicht Dick Head, aber ja. Fast das gleiche. Oder wegen meinem Baguette. Ja, oder wegen deinem Baguette. Ich wollte gerade. Was ist das denn für ein Leck? So, Leute, ich würde sagen, starten wir sofort los. Wir können nämlich, wenn wir oben links jetzt eingeben, jetzt darf die Thomas ja auch wissen, slash CMD, nee, CM Command, so. Ah, CMDS war der Befehl. So, ich kann den Thomas jetzt hier auch OP geben auf den Server, glaube ich. Slash admin road. Tomek 1. Geht das? Ja, jetzt bist du Admin. Oh, danke. Wenn du jetzt slash CMS in den Chat eingibst, dann kannst du es nämlich auch sehen, die ganzen Kommandos. So, also. CMDS meinst du? CMDS, genau. Play Song ID, aber das, ich kenne keine Song ID. Dann machen wir mal slash explode, probieren wir aus. Und Thomas, klappt es? Ja, ey, das kennt. Das kenne ich doch. Das kennt da ja der Thomas, gestern, ne? Ich glaube, der Boden, der hat sich hier verändert. Oder? Der Boden. Wir dürfen nicht mehr. Der Boden, laufen. Ja, ja, genau, der Boden ist Lava, ne? Ja, der Boden ist Lava, habe ich gehört. Nein, noch nicht, aber ich glaub, Leute. Vom Vulkan kommt das. Ist klar. Explode kennen wir, Day kennen wir, Night kennen wir. Das heißt, mit Day können wir Tag machen, mit Nacht können wir logischerweise dann Nacht machen, Leute. Und dann gibt es noch slash Lava. Damit können wir den See komplett mit Lava füllen, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ja, Thomas, kannst du mal aufhören? Dankeschön. So, ihr was seht jetzt. Was ist denn passiert? Sie sehen, sage ich schon. Das ganze Meer ist jetzt hier mit Lava gefüllt. Also, es hat sich rot gefärbt. Und sobald man reinläuft, wird man sterben, ne? Das hat der Thomas. Hä? Ja, das ist ehrlich jetzt. Also, echt? Ja, wenn du jetzt. Ich dachte, du hast mich immer explodieren lassen. Nein, also, ja, habe ich auch, aber es ist trotzdem so. Wenn ich, guck mal, ich bin jetzt hier am Schwimmen. Hä, das ist doch wieder blau. Und jetzt, ja, ja, und jetzt, guck mal. Hä? Oh, jetzt. Ah, krass, yo. Das ist, ja, auf jeden Fall, ne, so viel zu der Thematik. Wisst ihr Bescheid? Ansonsten, wir können uns sogar. Warte mal, was gibt's hier noch so? Es gab, genau, Thomas. Ja. Der Cinemini, ne? Der Cinemini, Thomas, ist heute auch mal wieder am Start, ne? Ey, das wollte ich jetzt eigentlich bei dir machen. Wo bist du denn? Cinemini. Ich bin hier im Boden, ich bin tiefer gelegt. Was? Siehst du mich nicht? Thomas. Jetzt mal ganz ehrlich, siehst du mich wirklich nicht? Nein, wo bist denn du? Erzähl doch, kein, dass du mich nicht siehst. Ach da! Lol. Als ob du mich nicht gesehen hast. Weißt du, was man auch gut damit machen könnte? So Hide and Seek, also suchen und verstecken. Ja, das so würde Mini, auch gehen. So eine Mini-Edition, cool, ne? Ja. Und oder dann schön irgendwo in der Basis oder so. Kann, wir haben nicht oder mit diesen Jumpen. Ja, das stimmt. Gravitation, das ja, geil. Ja, stimmt. Bro, ey, was hast du gemacht? Jetzt bist du ein Gigant. Hä? Ich bin ein Bodengigant. Ehrlich? Hier. So, oder? Ja, jetzt bin ich gestorben. Lol. Ja, gut, da kann ich aber nichts für. Doch, das war jetzt deine Schuld. Was gibt es denn noch so Leckeres hier zur Auswahl? No Graph kennen wir ja. Also, jetzt können wir halt die Gravitation anders machen, Leute. Hier sieht er wahrscheinlich.
No Griff meinte ich natürlich. So, jetzt seht ihr, wir können höher springen und sowas, ne? Theoretisch könnten wir jetzt sogar hochspringen, ne? Ist auch ganz interessant. Das heißt, wir können hier reingehen und jetzt könnte ich mich hier verstecken, oder? Ja, es würde tatsächlich funktionieren. Lol. Hey, wo bist du? Ah, ja. Nein! Ja, genau! Das ist übel. Das ist mega nice. Weil da kommt man sonst nicht hin. Ja, eben, das ist ganz cool gemacht. Aber okay, wenn man dann sucht, dann findet man den anderen ja voll schnell. Ja, eben, das ist... Man springt einmal in die Höhe. Ja, weil man weiß halt dann, wo der andere sein kann, ne? Ja, theoretisch. So, dann gibt es noch einmal Shabby, das kennt der Thomas besonders gut, ne? Nein, hab ich meine Güte. Thomas, wo bist du? Ich versteck mich. Alter, wie sieht denn der Thomas aus? Der Thomas sieht ganz normal aus. Was ist mit dir? Was ist mit dir passiert, Thomas? Das war aber jetzt nicht richtig geschrieben. So, dann gibt es noch einmal Giant Mini, gab's auch noch, genau, Giant, können wir auch nochmal zeigen. Rose, Seaped, jetzt bin ich mal dran, hier, guck mal, ich... Oh, nicht schlecht. Guck mal, ich komme ja gar nicht durch die Türen, ich bin zu breit. Ah, doch, ich komme hier durch, und durch die? Komm ich hier durch? Nee, hier komme ich nicht durch. Du kommst ja nicht durch, auf gar keinen Fall. Willst du nicht mal den Zuschauern erklären, wie du das genau machst mit den Commands? Weil du hast ja gesagt, dass du die Kamera extra auf die andere Seite gepackt hast, damit man das links lesen kann. Ja, genau, man sieht es ja im Chat, wenn ich was eingebe, ne? Einfach den Befehl eingeben, der hier oben links vorgeschlagen wird und dann der Name vom Spieler, ne? Genau, genau. So, das heißt, wenn ich jetzt hier /sandwich eingebe und meinen Namen, also Rose Seapad, dann sehe ich, ich bin ein Baguette. Genau, so läuft das Ganze hier. Siehste? Yeah! Na, was bist du? Yeah! Ey, nee, das ist mir zu Mainstream. Oh. Ich werde etwas Innovatives hier. Donut Rose Seapad. Oh nein, jetzt bin ich ein Donut Online-Baguette. Ein Donut im Baguette? Ein Donut-Baguette. Donut-Baguette, oh. Und jetzt bin ich ein totes Baguette. Ein totes Baguette. Wurde auch gegessen. Was gibt's noch so? Es gibt noch einmal Weapons. Man kann sich tatsächlich eine Waffe geben lassen. Ich weiß aber nicht, wie das Ganze voll funktioniert. Weapons, Scar. Scar. Ach, Thomas. Das Scar H, geht das so? Stimmt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, einfach nur Scar. Das heißt, wenn ich jetzt Weapons, Scar, Rose, C-Pad. Ah, jetzt habe ich zwei Scar. Lol, das geht gar nicht normalerweise. Das geht doch gar nicht. Ey, kannst du dir auch, mit deiner Waffe kannst ja auch die Scar geben? Versuch das mal. Ich probier mal. Du hast ja jetzt keine Scar gekauft, weißt du? Nee. Das heißt, wenn du Weapon Scar. Und dann dein Name. Command Arrow, should be Weapon. Nein, dein Name. Ah. Mein Name? Ja, Thomas. / Weapon Scar und dann dein Name. Thomas. Ja, logisch. Ja, offensichtlich nicht. Scar. Und dein Name. Rotomic 1. Und du hast die, ne? Lol, und du hast dir die nicht gekauft. Nee, okay. Ich hab mir die nicht gekauft. Das ist wirklich verrückt, gut zu wissen. Dann gibt's noch die Superhelden-Power, zum Beispiel Power Flash, Rose Seapad. Dann. Was? Ja, aber es gibt Power, gar nicht so heftige Commands noch, Power, ne? Meinst du, da kommen noch Flash, welche? Flash not found. Ja, es werden auf jeden Fall noch welche kommen. Meinst du viele oder spezifische oder wurde da schon irgendwas angekündigt? Das weiß ich noch nicht. Hä, warte mal. Rose Seapad. Hä? Versteh ich irgendwie nicht so ganz. Man kann machen / Power, dann der Superheldennamen. Ich gebe einen Flash. So heißt er, oder? Ja. Flash und da steht Flash not found. Hey, nennen wir den nicht immer nur Flash? Ich bin mir jetzt gerade auch etwas unsicher. Aber das würde ich sagen, testen wir nochmal ganz kurz. Und dann heißt da. Ah, Hot Rods. Ja. Das war's komplett. So, ich gebe einfach ein / Power. Jetzt zum Beispiel Hot Rod. Und dann soll's gehen, oder? Ah, dann bekommt man diese Essenz auf den Boden gedroppt. Nein! Ja, aber eine ganz wichtige Sache, die wir auch noch gar nicht erwähnt haben, wenn wir auf dem Server cheaten und jetzt zum Beispiel Geld erfarmen oder sowas, dann haben wir das Geld danach nicht. Unsere ganzen Fortschritte werden gelöscht. Wäre natürlich zu heftig, ne? Sonst könnten wir uns immer wieder alles geben und so weiter und die Waffen und keine Ahnung was und dann, das wäre zu einfach, ne? Sagen wir es mal so. Das wäre viel zu einfach, deswegen, das haben die schon gut gelöst, ne? Ist ja auch der Unterschied, dass man das wirklich nur auf dem VIP-Server machen kann. Genau.
Ansonsten, wie gesagt, zu den Commands, die werden noch nacheinander hinzugefügt. Und ich würde sagen, mit mir die alte Kaffeetasse Pat. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, so ein Video über die ganzen Kommandos oder über die ganzen Admin-Befehle, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren auch nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao. Ciao.